Ich bin Undine de Rivière. Ich arbeite seit 25 Jahren als Sexarbeiterin, wohne und arbeite hier in Hamburg auch schon sehr, sehr lange. Ich bin Gründungsmitglied des Berufsverbandes Erotische und Sexuelle Dienstleistungen und engagiere mich auch politisch hier in Hamburg für Sexarbeiterinnen, für die Rechte von Sexworkern. Und ja, bin hauptsächlich im kreativen Bereich tätig. Ich würde sagen, Kinky Companion trifft es ganz gut. Ich bin aktiv und passiv, mache ich Rollenspiele, Fetisch-Sessions und besuche manchmal meine Gäste im Hotel. Aber die meisten treffen mich hier in meiner Privatwohnung. Ich habe Physik studiert, habe das Studium auch abgeschlossen. Ich finde die Naturwissenschaften sehr, sehr spannend. Und damals war ich in der Phase, als ich angefangen habe zu studieren, dass ich mir eigentlich nicht so gut vorstellen konnte, so viel mit Menschen zu tun zu haben. Also ich habe mir schon gewünscht, damals dann in meinem kleinen Labor irgendwo im Keller an meiner optischen Bank schrauben zu können und mich in meine Formeln zu vertiefen. Und habe dann aber im Laufe der Jahre festgestellt, dass Menschen vielleicht doch ganz okay sind und bin dann in einem Job gelandet, mit dem ich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun habe. Brauche aber trotzdem auch meine Zeit für mich. Insofern bin ich, glaube ich, immer noch in vielerlei Hinsicht ein bisschen introvertiert. Und ja, ich muss sagen, ich finde die Physik auch nach wie vor spannend. Ich finde es auch nach wie vor spannend, immer noch Verbindungen zur Hochschule zu haben. Ich wäre gerne noch in der Forschung geblieben, aber für irgendwas musste ich mich dann eben entscheiden. Und das war dann die Sexarbeit. Also das war was, wo ich mich hin orientiert habe, nicht von was anderem weg. Und ich bin aber jetzt auch gelegentlich immer mal wieder an der Uni. Also ich hatte gerade gestern, habe ich einen Vortrag, eine Ask a Sex Worker Runde gemacht vor einer Gruppe von Medizinstudentinnen. Ich werde immer mal wieder als Gastdozentin in der sozialen Arbeit mit einbezogen in Seminare dort für angehende Sozialarbeiter oder auch in anderer Hinsicht habe ich manchmal mit Hochschulprojekten zu tun. Und finde das sehr, sehr schön, auch da wieder eingebunden zu sein. Und das, ja, manchmal vermisse ich es. Ich fand das Thema schon immer recht spannend. Also es hat mich nie abgeschreckt. Und ich hatte eine Großmutter, die ein Faible hatte für wirklich schlechte Schundliteratur, in der viel auch in diesen Romanen dann von Kurtisanenromantik die Rede war. Und das fand ich schon immer damals schon ganz spannend. Und habe dann als Studentin einen Kommilitonen kennengelernt, der hat sich als Kunde von Sexworkern bei mir geoutet. Und der sagte, er geht in Peep-Shows, also solche Strip-Shows, wo sich dann Frauen ausziehen und dann irgendwelche Sex-Shows auf der Bühne machen. Und das fand ich so spannend, dass ich ihn genötigt habe, mich mitzunehmen. Dort habe ich dann erfahren, dass dort gelegentlich Aushilfen gebraucht werden für einzelne Tage oder für einzelne Schichten. Und das fand ich dann einen super studentischen Nebenjob. Da konnte ich dann in 3, 4 Tagen im Monat alles an Geld verdienen, was ich brauchte zum Überleben als Studentin. Und das ist natürlich viel, viel besser gewesen, als zu kellnern und mir da die Nächte um die Ohren zu schlagen. Und ich konnte mich den Rest der Zeit auf mein Studium konzentrieren. Und so bin ich zur Sexarbeit gekommen. In diesen Peepshows war es möglich, sich mit den dortigen Kunden auch einzeln zu treffen. Das sind den sogenannten Solokabinen. Und je nachdem, was das für ein Laden war, eigentlich sollte da eine Glasscheibe dazwischen sein, zwischen dem Kunden und mir, damit da nur eine Show stattfindet. Aber es war möglich, diese Glasscheibe auszubauen und dann auch allerlei andere sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Das wurde aber nicht vorausgesetzt. Das heißt, es war damals für mich sehr, sehr einfach, so ganz langsam meine Grenzen zu erweitern und zu gucken, was ist für mich in Ordnung, was möchte ich mit den Gästen machen. Zuerst habe ich nur die angefasst und habe mich selbst nicht anfassen lassen. Und dann hat mir aber einmal jemand ein Angebot gemacht, ich glaube damals 200 Mark dafür, dass er meine Brust anfassen durfte. Und ich dachte, oh, das ist aber viel Geld. Und habe das dann gemacht und fand das dann okay. Und das war dann was, wo ich dann später gesagt habe, auch mit anderen, wenn die sympathisch waren, wenn das in Ordnung war, dass ich gesagt habe, ja, okay, dann lasse ich mich auch anfassen. Und so konnte ich nach und nach schauen, was sind meine Grenzen.
Also Grenzen zu setzen ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Das gilt für alle, die solchen intensiven Bedürfnissen ausgesetzt sind. Also das Thema diskutiere ich auch gerne mit Sozialarbeitern oder mit Ärzten oder mit Therapeuten, weil da ein Mensch ist, der möchte irgendwas und ich muss gucken, was ist für mich in Ordnung und was nicht. Was macht mir vielleicht wirklich Spaß? Was ist für Geld okay? Also ich sage immer, ich langweile mich auch mal für Geld. Das ist völlig in Ordnung. Die Grenzen rauszufinden ist natürlich nicht immer ganz einfach. Da hatte ich am Anfang eine ganz steile Lernkurve. Also gerade als ich angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten, habe ich in der Zeit auch angefangen, meine persönlichen SM-Interessen mit in meinen Beruf mit einzubringen. Vorher war das eben dieses Strippen. Und dann habe ich angefangen, aber auch als Passive im SM-Studio zu arbeiten. Also mich fesseln zu lassen, mir mal den Po versohlen zu lassen. Und da ist es natürlich noch wichtiger zu gucken, wie weit darf der andere bei mir gehen. Und da habe ich einiges, aber auch durchaus dadurch gelernt, dass ich die Grenzen mal überschritten habe und dass es mir hinterher nicht gut damit ging. Da hat nie jemand wirklich Druck ausgeübt, aber es war schon so, dass ich da auch Gäste hatte, die sagten, na komm, alle anderen machen das ja auch so und das ist schon in Ordnung. Und dann habe ich mich manchmal zu Sachen überreden lassen, mit denen ich mich nicht so gut gefühlt habe. Und dann wusste ich aber auch hinterher, das hast du jetzt überlebt, aber das möchtest du jetzt nicht normal machen. Und dann war das zukünftig eine Grenze. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, da auf sich zu achten, denn sonst ist man ganz schnell in einem Burnout und kann das einfach nicht langfristig machen. Und ich habe recht schnell beschlossen, dass es was ist, was ich längere Zeit machen möchte. Und was für mich gut funktioniert hat, war zu sagen, diese Grenzen zu wahren, ist für mich eine Investition. Das heißt, entweder ich nehme jetzt schnelles Geld mit und mache vielleicht Sachen, die für mich nicht so okay sind, dann weiß ich aber, dass ich in einem Jahr wirklich die Schnauze voll habe davon. Oder ich achte jetzt auf mich, mache lieber ein bisschen weniger, arbeite auch ein bisschen weniger und kann das dann auf längere Zeit machen. Und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Grenzen gibt es für mich sowohl, was Praktiken angeht. Viel wichtiger finde ich aber fast Arbeitszeiten zum Beispiel. Also ich habe lange Zeit nur tagsüber gearbeitet, weil ich gesagt habe, ich möchte dann frei haben, wenn auch meine Freunde und meine Familie frei haben und Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Und dann habe ich gelegentlich mal angefangen, auch abends zu arbeiten unter der Woche, das aber für ein höheres Honorar gesagt habe, das muss dann auch entsprechend bezahlt werden, wenn ich dann einen Abend dann eben nicht Freizeit habe. Das funktioniert auch ganz gut, das wird nur selten mal gebucht und wenn, dann ist es auch in Ordnung für mich. Und nach wie vor arbeite ich gar nicht am Wochenende. Und ich habe auch feste Telefonzeiten, also hatte ich lange, mittlerweile gehe ich gar nicht mehr ans Telefon, beziehungsweise habe das abgeschaltet, sondern habe nur noch Kontakt zu meinen Gästen per E-Mail, was ich bevorzuge, denn dann kann ich einfach 2-3 Mal am Tag meine E-Mails abrufen und kann schauen, wer mir geschrieben hat und ich muss auch nicht sofort erreichbar sein. Also die meisten Termine werden lange im Voraus gemacht. Manchmal habe ich dann welche am nächsten oder übernächsten Tag, aber es ist ganz, ganz selten, dass jemand sich meldet und ich am selben Tag noch Zeit habe für denjenigen. Und das finde ich auch super entspannt. Also das hat mich sehr entlastet und das war eine Grenze, die mir auch sehr wichtig war. Und inzwischen habe ich so viele Stammgäste, dass ich es mir eben leisten kann, nicht mehr kurzfristig zur Verfügung zu stehen. Das fällt mir zum Glück sehr leicht. Also ich habe ein sehr offenes Umfeld, also sowohl was meine Familie als auch meine Freunde, meine Wahlfamilie angeht und auch was die Liebe angeht. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit Leuten zu tun zu haben, die mit Sexarbeit ein Problem haben oder die von mir Monogamie fordern in irgendeiner Weise. Also ich bin auch privat nicht monogam und das ist mir auch wichtig, dass ich in solchen Strukturen lebe, also Polyamorie, Beziehungsanarchie, das ist so das, was ich vertrete. Ich unterscheide jetzt auch nicht unbedingt zwischen Freund und Partner, sondern manchmal sind das Übergänge und einfach Menschen, die mir wichtig sind. Und da integriert sich Sexarbeit sehr, sehr gut, weil das ist einfach nur eine weitere Form von Beziehungen, die ich mit Menschen habe, in dem Fall eben geschäftliche Beziehungen, aber durchaus intime Beziehungen. Und es hat auch niemand aus meinem Netzwerk damit ein Problem.
glücklicherweise auch meine Ursprungsfamilie nicht. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat sich natürlich am Anfang schon Sorgen gemacht, als sie das mitbekommen hat, also auch als ich noch als Studentin war und das nebenbei gemacht habe. Aber als sie dann festgestellt hat, dass es mir damit gut geht, dass ich auf mich achte und dass ich jetzt auch nicht mit irgendwelchen kriminellen Strukturen zu tun habe, war sie dann auch beruhigt. Und mittlerweile machen wir da Witze drüber und sie ist da völlig entspannt. Und das ist wirklich normal bei uns. Ich habe viele Jahre einfach nur meinen Job machen wollen und so vor mich hingearbeitet und habe 2012, 2013 in der Presse immer wieder die Stimmen gehört, dass ja keiner Sexarbeit freiwillig macht, dass man es am besten verbieten soll, weil alle Frauen werden dort ausgebeutet. Und das habe ich tatsächlich so gar nicht verstanden. Also meine Lebensrealität war eine ganz andere. Ich habe mich gefragt, in welcher Welt die Leute leben, die das behaupten. Und habe dann angefangen, mich auch mehr mit Kolleginnen darüber zu unterhalten. Und da kamen dann sehr viele Stimmen zusammen, die gesagt haben, wir müssen uns irgendwie engagieren. Und es gibt keine bundesweite Vertretung für Sexworker. Es gab immer lokal, gerade in Berlin gab es Hydra, gab einige Verbände, die dann immer in ihren Städten Dinge organisiert haben. Aber es gab keinen bundesweiten Zusammenschluss. Und dann haben wir gesagt, wir gründen dann einen Berufsverband als Interessensvertretung von Sexworkern aus allen Branchen, die in Deutschland arbeiten. Also es sind nicht nur deutsche Kolleginnen natürlich, wir haben auch sehr viele Migrantinnen, die in Deutschland in der Sexarbeit arbeiten, einige dann uns auch bei uns im Berufsverband. Und so seit 2013, seit wir den Verband gegründet haben, bin ich da sehr engagiert. Ich war Pressesprecherin die ersten 4 Jahre des Berufsverbandes. Und habe auch ansonsten viel Öffentlichkeits- und Pressearbeit gemacht. Außerdem bin ich hier lokal in Hamburg vernetzt im Ratschlag Prostitution. Das ist ein Arbeitstreffen der Beratungsstellen und von Sexworkern, Wissenschaftler und andere Engagierte, die zu dem Thema forschen und auch Aktionen machen. Bin auch in Aktionsgruppen hier, Sexarbeit ist Arbeit, Respekt, in der Kampagne, die auch in Berlin gegründet wurde, bin ich hier in der Ortsgruppe Hamburg aktiv. Ich koordiniere mit den Hurenstammtisch in Hamburg. Das ist auch ganz toll. Da treffen wir uns alle 2 Monate ungefähr in einem Restaurant zum Netzwerken. Und außerdem bin ich noch in einem politischen Gremium hier in Hamburg am Runden Tisch. Es ist ganz, ganz wichtig für Sexworker zu netzwerken. Also es gibt ganz viele Themen, über die wir schwer mit anderen sprechen können aufgrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung. Der Job kann manchmal durchaus belastend sein. Das heißt, eigentlich bräuchten wir alle sowas wie Supervision, wie Sozialarbeiter auch oder Ärzte, die viel Emotionsarbeit leisten und auch viel konfrontiert sind mit dringenden Bedürfnissen ihrer Klientinnen und Klienten. Und das ist manchmal durchaus anstrengend. Und dann ist es ganz wunderbar, wenn man Leute hat, die das verstehen, mit denen man darüber sprechen kann, bei denen man sich auch Tipps holen kann und sich einfach austauschen. Deshalb sind solche Netzwerke so wichtig. Ich habe ganz lange mit Kolleginnen zusammengearbeitet. Wir haben uns eine kleine Gewerbefläche geteilt. Aber seit es jetzt das Prostituiertenschutzgesetz gibt, nachdem wir dann eine Bordelllizenz gebraucht hätten und ich hatte war Hauptmieterin damals, ich hätte dann als Betreiberin, müsste ich die Anmeldung meiner Kolleginnen überprüfen, ob die auch alle nach dem Prostituiertenschutzgesetz jetzt einen solchen Hurenausweis haben. Und das wollte ich nicht machen. Deshalb arbeite ich jetzt wieder alleine in meiner Wohnung. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir andere Möglichkeiten haben, uns zu treffen und uns auszutauschen. Also grundsätzlich reizt mich die Vielfalt der Fantasien, die an mich herangetragen werden und die Tatsache, dass es auch so viel Abwechslung ist und dass die Menschen so unterschiedlich sind. Ich glaube, eine Hauptzielgruppe, die ich habe, sind Menschen, die sehr viel denken, die intelligent sind und die dann aber manchmal Probleme haben, vom Denken ins Fühlen zu kommen. Und ich glaube, ich kann beides ganz gut und kann jemanden dann dort abholen, wo er ist, mit all seinem Grübeln und seinen Zweifeln und kann ihn dann aber ins Fühlen bringen, in einen Flow-Zustand, in einen erotischen Flow, in eine erotische Trance.
Und wenn mir das gelingt, dann bin ich auch immer ganz besonders begeistert und ich gehe dann dort auch immer mit. Also es ist immer ein gemeinsamer Flow. Und ich mag es, wenn Menschen sich wirklich berühren lassen möchten und offen sind, auch offen mir gegenüber. Manchmal sind es ganz, ganz genau ausformulierte Fantasien, die an mich rangebracht werden. Das hat dann seinen eigenen Reiz. Das ist dann ein bisschen mehr Schauspielerei, weil es eben darum geht, eine genau definierte Rolle auszufüllen. Manchmal sind es Menschen, die mir nur ganz wenige Rahmenbedingungen mitgeben und die sagen, ja, lass uns einfach mal Dinge ausprobieren. Das finde ich auch sehr spannend. Und was mir, glaube ich, mit am wichtigsten ist, ist so das Drumherum. Da kann ich recht genau sagen, was ich mag, nämlich Gäste, die verstehen, dass für die Intensität dieser Session es auch wichtig ist, dort auch wieder rausgehen zu können. Also diese Tatsache, dass es ein finanzieller Rahmen ist und dass es ein professioneller Rahmen ist, dass das okay ist und dass das manchmal diese Tiefe der Intimität überhaupt erst ermöglicht. Also es ist so ein bisschen wie mit einem Therapeuten. Manchmal kann ich mich einem Therapeuten dann gerade deswegen besonders gut öffnen, weil es eben nicht ein Freund ist, sondern und keine private Beziehung, sondern eine professionelle. Und so ähnlich gehe ich auch gern mit meinen Gästen um. Das heißt, Gäste, für die die Transaktion, das Professionelle, kein Nachteil ist, sondern auch ein Vorteil. Manchmal gibt es natürlich Probleme mit Gästen, die eigentlich lieber eine private Beziehung hätten und sich dann vielleicht sogar in mich verlieben und sich mehr wünschen und eigentlich nicht mal mehr, sondern was anderes. Und das führt dann manchmal zu Problemen. Also das geht nie gut aus, weil ich trenne das eben und für mich ist das auch wichtig, dass es in diesem professionellen Rahmen bleibt. Aber für mich, ich sehe das eben als Vorteil und ich habe am besten komme am besten mit Gästen zurecht, für die das auch ein Vorteil ist. Wenn sich jemand in mich verliebt oder sich eben von mir eine private Beziehung wünscht, dann bedeutet das einfach für mich, dass ich meine Grenzen noch klarer ziehen muss. Und das wird dann manchmal anstrengend. Also gerade, wenn jemand dann sehr projiziert und sich das und das gar nicht glauben mag. Ich habe eine große Begeisterung oft für das Spiel und für die Fantasien meines Gegenübers. Und manchmal wird das eben missverstanden als private Interesse an der Person. Und das ist es eben nicht, sondern auch wenn mich durchaus interessiert, wie es meinem Gegenüber geht, ganz klar, ist, dass mein Interesse doch in erster Linie darauf beschränkt, wie können wir zusammen eine schöne Zeit haben in der Zeit, die wir verbringen und wie können wir das wirklich intensiv gestalten miteinander und so, dass wir beide was davon haben. Und insofern, das dann immer wieder sagen zu müssen und immer wieder erklären zu müssen und auch immer wieder aus dieser Intensität raus zu müssen und zu sagen, hier ist die Grenze und nein, ich möchte die Informationen über mich nicht geben und das geht dich einfach nichts an, ist anstrengend manchmal. Gerade wenn man dann auch jemanden Dinner-Escort bucht und man zusammen essen geht und plaudert und dann es trotzdem einfach gewisse Infos gibt, die ich einfach nicht erzählen mag. Und wenn dann wieder und wieder nachgefragt wird, ist es anstrengend. Oder immer wieder versucht wird, ja, können wir uns nicht doch am Wochenende treffen oder machst du nicht doch mal eine Ausnahme oder so. Nein, die Grenze ist klar und das bleibt auch dabei. Ja, oft hält das dann nicht so lange, wobei ich auch durchaus manchmal Stammgäste habe, denen ich es in regelmäßigen Abständen immer wieder erklären muss. Dann ist wieder ein paar Monate gut und dann wird es manchmal wieder ein bisschen schwieriger. Ja, das ist so einer der Punkte, der mich eher anstrengt. Deswegen mag ich die sogenannten professionellen Kunden eigentlich lieber. Ich habe tatsächlich persönlich kaum schlechte Erfahrungen gemacht in der Sexarbeit. Also als ich angefangen habe, war es etwas anstrengender. Also vor allem, als ich angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten, auch im SM-Bereich als Passive. Da gibt es einige Leute, die versuchen, bei Anfängerinnen zu schauen, wie weit sie gehen können, wie weit sie die Grenzen pushen können und
was sie da alles rausholen können für ihr Geld. Das war, die Zeit war anstrengend, muss ich sagen. Aber ich hatte nie eine Situation, wo irgendjemand gewalttätig geworden ist, sondern das konnte ich immer alles deeskalieren, verbal. Also es gibt durchaus, ich habe schon Gäste gehabt, bei denen ich vermute, dass sie eine psychische Störung haben und dann eben zum Beispiel psychotisch wurden. Das konnte ich aber auch immer alles zu einem guten Ende bringen. Ich habe das ganz, ganz selten mal gehabt. Bei einer Kollegin hatten wir das mal, dass wir jemanden nach Hause geschickt haben, weil er betrunken war. Dass wir gesagt haben, der darf nicht hier bleiben. Und der hat dann noch den ganzen Tag ihr SMS-Nachrichten geschickt oder versucht, sie anzurufen und hat gesagt, er wartet jetzt auf sie und so. Und da haben wir dann auch mal die Polizei gerufen. Die haben sie dann nach Hause gebracht, weil sie gesagt hat, sie weiß nicht, ob der nicht noch irgendwo auf sie lauert draußen. Ich selbst habe manchmal schon in Betrieben gearbeitet mit einem sehr guten Security-System, also auch mit Notruf und so, habe die es aber selbst nie gebraucht. Und es kommt natürlich sehr darauf an, mit welchem Klientel und zu welcher Zeit arbeite ich. Das ist ein bisschen wie Taxifahren. Wenn ich tagsüber in einer guten Gegend Taxi fahre, dann ist das völlig entspannt und ich habe es meistens mit höflichen Menschen zu tun. Wenn ich jetzt hier in Hamburg auf dem Kiez nachts Taxi fahre, dann habe ich mit betrunkenen Menschen zu tun, die vielleicht mehr ins Auto kotzen. Also es ist so ein bisschen, ist es halt in der Sexarbeit auch. Wenn ich in einem Vergnügungsviertel arbeite, wo Drogen eine Rolle spielen oder Alkohol und Menschen sich nicht mehr so im Griff haben, dann ist das natürlich gefährlicher, als wenn ich in einem Wohngebiet arbeite, in einer kleinen Privatwohnung und die Menschen Tage vorher per E-Mail einen Termin machen müssen. Und insofern ist es für mich immer sehr entspannt gewesen. Manchmal natürlich mehr anstrengend, manchmal entspannter, aber ich habe jetzt nie die Probleme, die jetzt beispielsweise die Kolleginnen haben, die jetzt hier vor der Tür auf der Straße stehen im Sperrgebiet, wo es also tatsächlich eigentlich verboten ist, wo man sich noch vor den Zivilpolizisten verstecken muss und wo alles ganz schnell gehen muss. Also das, da höre ich oft, dass es da natürlich zu gewalttätigen Übergriffen auch kommt. Gerade hier in St. Georg, wo das für beide Seiten verboten ist, der Sexarbeit nachzugehen auf der Straße. Und das dann dazu führt, dass die Anbahnung ganz schnell gehen muss, dass man dann schnell zusammen im Hotelzimmer ist und dann dort den Menschen erst kennenlernt und von dem vorher gar nichts weiß. Was wir uns wünschen, ist eine Eingliederung von Sexarbeit in die Gesellschaft, ins ganz normale Gewerberecht, Anerkennung von Sexarbeit als Freiberuf, also einfach eine Integration in die Gesellschaft. Selbst wenn wir alle Sondergesetze abschaffen, das Prostituiertenschutzgesetz, die Zuhälterparagraphen, dann findet Sexarbeit nicht im rechtsfreien Raum statt, sondern alle Gesetze, die für alle anderen Menschen gelten, gelten ja auch für uns. Auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung zum Beispiel. Oft wird ja zum Beispiel behauptet, wenn wir Sexarbeit als ganz normalen Beruf anerkennen, dann kann man ja auch Arbeitslosen oder Sozialhilfeempfängern die dazu zwingen, Sexarbeit zu machen. Das ist natürlich Unsinn, weil das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist das höhere Rechtsgut. Das heißt, auch selbst wenn wir angestellt sind bei einem Arbeitgeber, Bordellbetreiber, dann kann uns niemand vorschreiben, mit wem wir irgendwelche sexuellen Handlungen zu vollziehen haben. Genauso ist die Ausbeutung der Arbeitskraft, ist für alle Menschen verboten. Warum muss es dann nochmal einen extra Paragraphen geben zur sexuellen Ausbeutung, also Ausbeutung von Arbeitskraft und Sexarbeitenden, wenn das einfach ein Beruf ist, wie jeder andere auch? Ich denke, es ist und wird ein besonderer Beruf bleiben, der nicht für alle Menschen geeignet ist. Und das ist auch völlig okay. Davon gibt es eine Menge andere. Also auch Kriegsberichterstatter könnte ich mir nicht vorstellen zu sein. Ich könnte mir nicht mal vorstellen, in der Medizin zu arbeiten. Also da jeden Tag konfrontiert zu sein mit dem Leiden und Sterben von Menschen, das wird mich völlig fertig machen. Ich bin sehr froh, dass es Menschen gibt, die das tun und die das können. Für mich wäre es keine Lösung. Und so sind viele Berufe einfach nur für bestimmte Menschen geeignet. Trotzdem
sind diese Menschen aber gesellschaftlich anerkannt, gesellschaftlich integriert und auch rechtlich diese Berufe anderen Berufen gleichgestellt. Und ich denke, wenn Sexarbeit gesellschaftlich und rechtlich integriert wäre, es Antistigmatisierungskampagnen gäbe und wir einfach ganz normal miteinander umgehen würden, dann wäre ein ganz, ganz großer Teil der Probleme in unserer Branche auf einen Schlag gelöst. Ich hoffe, dass es irgendwann mal soweit ist, dass Menschen in ihren Lebenslauf schreiben können: Ich war von diesem Jahr bis diesem Jahr als selbstständige Sexarbeiterin tätig, habe dabei die und die Skills erarbeitet, die und die Fähigkeiten, und die möchte ich jetzt in ihrer Firma auf die und diese Art und Weise anbringen. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht. Wenn wir ein bisschen träumen. Ja, momentan sieht es ja leider schlecht aus, denn es gibt ja eher einen konservativen Backlash. Also europaweit, weltweit, das sieht man jetzt auch an der restriktiveren Gesetzgebung in puncto Sexarbeit, dass jetzt wirklich auch weltweit wieder dieses unsägliche schwedische Modell propagiert wird, das Sexkaufverbot. Also ich finde es unfassbar, wie irgendjemand glauben kann, dass das irgendjemandem hilft. Insofern denke ich, sind wir momentan leider eher wieder auf einem Rückschritt, auf einem konservativen, aber ich hoffe, dass es sich irgendwann, vielleicht erlebe ich das noch, auch wieder in die richtige Richtung entwickelt. Wann, kann ich nicht sagen. Ich glaube, Sexarbeit ist ein ziemlich anspruchsvoller Beruf. Man muss gut die eigenen Grenzen kennen. Man muss natürlich auch entspannt sein mit Sexualität und auch mit Menschen Sexualität leben können, von denen man nicht unbedingt selber angezogen ist. Von einer Kollegin, die Beratung anbietet, Einstiegsberatung für angehende Sexworker, habe ich mal die Frage gehört, die sie in Beratungsgesprächen stellt. Setz dich in eine U-Bahn und guck dich um und dann frag dich, könntest du mit 3/4 der Menschen dort Sex haben? Wenn ja, dann bist du vielleicht geeignet für Sexarbeit, wenn nicht, vielleicht eher nicht. Und das finde ich tatsächlich ganz wichtig. Überhaupt ist so eine Einstiegsberatung sehr, sehr wichtig. Also einfach zu gucken, was sind realistische Verdienstmöglichkeiten, was gibt es für Arbeitsmöglichkeiten, was passt vielleicht zu mir. Und ich würde mir wünschen, dass es dort viel bessere Angebote gibt zu einer Einstiegsberatung, Qualifizierungsberatung und sowas auch finanziert wird. Und deswegen mehr Menschen in der Sexarbeit landen, für die der Job wirklich was ist. Und die eben längerfristig nicht in einem Burnout landen, weil sie sich übernommen haben oder weil sie ganz falsche Vorstellungen hatten. Also es ist kein leicht verdientes Geld, sondern es ist auf jeden Fall, man muss auf Menschen eingehen können, man muss empathisch sein, man muss Menschen gut lesen können, man muss gut auf sich selbst achten und für sich selbst sorgen. Und der sexuelle Aspekt ganz nebenbei, natürlich, je mehr man dort weiß und je mehr man lernen möchte und je neugieriger man ist, auch auf die vielen Facetten menschlicher Sexualität, desto besser kann man natürlich in der Sexarbeit glücklich werden.